Wir kommen zurück zuerst und in dem Spiel, wo wir gerade vor dem Göttlichkeitsatelier stehen, in Sotasils Stadt, die in Wirklichkeit eine Miniatur ist. Ich habe nicht mal gedacht, dass die Stadt wäre tatsächlich Existenz in ihrer vollen Größe und nicht irgendwie nur ein klitzekleiner Ort, in den man nur reinkommt, wenn man sich verkleinert. So, das ist, Ihr haltet mich nicht auf, die Verteidigung lassen euch nicht herein! Ein Uhrwerk-Defensivskern, das ist ja schön. Das wäre doch wahrscheinlich ganz gut, hier mal wie. Zumindest mal die Standard ein bisschen AOEs hier drauf aufzustellen und die Dinge. Achso, das ist explodiert. Ich dachte gerade, das Ding hat sich auch ausgebaut und ist denn, hat er auf einmal angefangen, welche anderen Quatsch zu machen. Das ist ganz groß der Raum hier, oder? Störung in den zentralen Kernschalt, die südliche Patron frei. Hey. Ah ja. Woher kommt der Kern? Wie sind die? Erinnern mich ein bisschen an Portal, die Kerne, sowieso. Lassen Sie das! Ich erst die Kleinen das machen. Das ist ja richtig anstrengend. Vor allem, die haben so viele Lebenspunkte. So, jetzt hier. Haha, nimm dies. Alien, der Kern der Kernigkeit. Nimm mal den dazu, diesen wunderschönen hier AOE. Der dauerhaft Schaden versorgen soll. Sieht aus wie viele kleine Bosskämpfe, in der Tat, oder? Jetzt hier ist immun gegen Niederschlagen, das ist ja schön. Gut, die Steuerung reagiert, öffnet das nördliche Gewölbe und zerstört seine Verteidigung. Gibt es hier eine Rundfunkanlage? Was ist anders, oder wie zwischen den. Das nördliche Ding ist ja da. Das ist die nächste Tür. Wunderschön. Wie sehr umständlich. Er springt hier einfach mit so einer Radar die ganze Zeit durch, oder was? Torsionsdämpfer? Also Torsion ist ja eigentlich, wenn man irgendwelche Sachen, wenn man Sachen so in sich verdreht, ne? Das ist. Nämlich ein bisschen ein Glas. Meine ich ja, das ist ein Portal, nämlich das Ding hier. Was ist das? Ein nördlicher Kern? Das ist ein Fertigungskern, ist das? Der baut wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche Ads, oder? Meine prinzipiell, das Ding müsste ja eigentlich nicht da. Das Ding könnte. Ah, tatsächlich, ist das. Es greift mich mit anderen Viechern an. Na gut, das ist nicht so schlimm. Ach, das greift mich mit diesen kleinen Mini-Viechern an. Na gut, das ist in der Tat nicht so beeindruckend schlimm. Gut gemacht. Der letzte Dämpfer ist aktiv. Öffnet ihn und betretet das Energiereservoir. Ja, bin bei. Mal sehen, wir spannend, ob wir den Hund aufhalten können hier. Ich habe wunderschöne GLaDOS-Eindrücke hier. Wir sollten uns ja vielleicht mal einen Moment Zeit nehmen, dass wir uns dieses Gewölbe hier nochmal angucken. Ist ein sehr gewölbiges Gewölbe, nicht wahr? Tap, tap, tap. Hast du eigentlich schon mal Portal 2 Coop durchgespielt? Ja. Mit, seltsame Fluktuation. Nicht komplett, glaube ich. Manipuliert ich hab mal einen Coop-Let's Play mit einer Person namens Geekskirt gemacht. Das ist auch schon wieder Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich an die Gegner ankomme. Irgendwie. Und wir haben das mal gemacht, auf jeden Fall. Und wo YouTube halt so rumliegen. War eigentlich ganz witzig. Dieses Gerät in eine Portalmaschine verwandelt. Schlecht. Das gefällt mir gar nicht. Mögt ihr meine neue Rüstung? Ich wollte was Besonderes tragen, wenn ich euch umbringe. Das ist ja schön. Also er hat immer noch die Stelle von Tarbus, ne? Wo hat denn eigentlich die Rüstung her? Das ist. Ein kleiner Vorgeschmack auf göttliche Macht! Er hat immer noch Sunara. Was jetzt? Kann ich das hier heilen? Heilt für sich anscheinend nicht. Ja gut, er macht jetzt hier irgendwelchen Scheiß, aber das ist mir ja relativ egal. Ich heile mich einfach gegen. Wie man das halt so macht. Ich kann mich an andere Bosse erinnern, die definitiv nerviger waren. Meister, das Portal ist fast bereit. Ich kann nicht angreifen, wenn er das macht. Ich könnte einen Heiltrank einwerfen, aber ich glaube, ich warte einfach auf die Generation. Oder ich heile mich einfach an ihn. Ach, ich hätte vielleicht meine Wachzauber brauchen sollen. Ich hab doch hier. Das ist doch effektiver als das andere, was ich hab, oder? Muss ich echt mal irgendwie. Muss ich vielleicht mal. Irgendwo, oh, meine Fresse. Muss ich jetzt sagen. Der Weg ins Reich des Vergessens öffnet sich. Ja. Lass mich mal meine Buff-Zauber dazu zaubern.
Das ist auf jeden Fall nicht der Way to go hier, das ist... Kann ich ihn leben saugen? Jetzt greift er mich wieder im Nahkampf an. Das ist ja schön. Er steht jetzt nicht mehr... hat das gerade 20.000 Schaden gemacht? Doch, Mann, oh. Meister, die Wechselenergie war der Schlüssel. Schlecht. Das ist der letzte Schlüsselschalter, wa? Ey, das macht so lustige Geräusche, wie diese eine Trommel, die wir neulich hatten. Die hat er nicht mehr, also. 11.000, 15.000, so. Wir haben so eine Rabe, ob da noch Energie drin ist? Ich spüre es, Clavicus Vile ist fast schon hier. Oh, wir können Barbas durchsuchen. Sorgt du nach Rajan. Jetzt kann ich hier einmal gegenhauen oder was? Ja. Sehr viele Interferenzen. Das macht es schwer, einen Ziel. So ein guter und treuer Hund. Ihr habt fürs Erste genug getan. Was? Der Hund holt wieder ab. Ja, gut, der. Ja, die Bude läuft wieder. Der Hund hat dieses. Was hat der Hund denn getan? Also, er weiß jetzt, wo die Stadt ist, aber er kommt nicht rein. What? Ach, jetzt bin ich ja. Hä? Das. Warum steht denn hier ein Schrein von Clavicus Vile? Ihr seid also die Sterbliche, die meinem armen Hund so viel Ärger gemacht hat. Ich schätze, wir sollten uns unterhalten. Nur ihr und ich. Ich bin gar nicht so sterblich. Also, gewissermaßen. Ja, hallo, Statue. Wie könnt ihr es wagen, meinen Hund zu züchtigen? Er wollte doch nur seinem Herrchen gefallen. Und ich würde keiner noch so unbedeutenden Kreatur, die euch am Herzen liegt, auch nur ein Haar krümmen. Euch hingegen muss man dringend Manieren beibringen. Tja, Barbas hat versucht, den Wadenfeld zu vernichten. Ja, das ist wahrscheinlich nur ein kleineres Vergehen. Tatsächlich, so viel Ehrgeiz. Wie ihr sehen könnt, ist Barbas kein böser Hund. Nein. Er wird nur schnell aufgeregt und übereifrig. Er hat meinen Plan ein wenig ausgeschmückt, aber am Ende hat sich alles gefügt. Und wir haben die Stadt der Uhrwerke gefunden. Ausgeschmückt? Dann habt ihr also versucht, die Kontrolle zu erlangen. Dieser kleine Flo hält sich für schlau, aber meine Pläne übersteigen seine Vorstellungskraft. Doch indem ihr das Unvermeidliche hinausgezögert habt, habt ihr mir und meinen Verbündeten einiges an Scherereien bereitet. Ihr werdet so lange hier bleiben, bis ihr keine Gefahr mehr seid. Wie hören sich denn ein paar Jahrzehnte für euch an? Ja, ich bin prinzipiell unsterblich. Ich weiß nicht, wie das mit dem Blut ist, aber kein Problem. Ich finde schon einen Weg hier raus. Meister! Aushund! Habt ihr nicht... Wartet! Wer wagt es, meine Standpauke zu stören? Hab euch! Hier drüben! Oh, Clavicus Vile. Das ist nicht gut. Ja, lustig, wenn Barisa sich jetzt direkt als Sutasil herausstellen würde. Irgendwo zwischen der Stadt der Uhrwerke und Vivek habe ich euch verloren. Aber es war recht leicht, eurer Energiesignatur zu diesem dädrischen Schrein zu folgen. Unglücklicherweise stört irgendeine Kraft meine Bemühungen, ein Portal für euch zu öffnen. Es ist Clavicus Vile, der will mich jetzt hinter einsperren. Das ist, aber ich denke, darf gar nicht direkt eingreifen. Das wäre höchst bedauerlich für euch. Zum Glück habt ihr mich, um euch beizustehen. Nun, mich und Sunara. Setzt eine kleine Menge von Viveks Energie bei der Statue ein. Das sollte als Ablenkung genügen, damit ich euch dort herausziehen kann. Na gut, dann machen wir das mal. Hinfort, nerviger Zaubermeister! Das ist... Blub. Oh. Jetzt bist du da eingeschränkt, bis du den DLC kaufst? Das wäre tatsächlich sehr fies, oder? Ah, wir sind direkt da hier rausgekommen, ist ja schön. Das hat wirklich geklappt? Nun, schön, dass ihr noch lebt, Assistentin. Bin ich dein Assistentin von der Hacke? Schellbrandländerin, um Vivek ist es fast geschehen. Ach doch, wir geistern doch hier immer noch rum, im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo Sirin. Ich habe alles getan, was mir die Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung aufgetragen hat. Aber nun liegt Viveks Schicksal in euren Händen. Tut, was ihr könnt, Fremdländerin, und sputet euch dabei. Es sind 2 Meter, ich glaube nicht, dass ich mich sputen muss. Moin, Vivek. Meine Zeit, sie neigt sich dem Ende zu. Wart ihr erfolgreich? Könnt ihr meine Energie wiederherstellen? Ja, aber im letzten Mal wärst du fast gestorben bei der Aktion. Klappt jetzt besser? Ihr habt also meine
gestohlene Energie zurückgeholt. Ihr habt Barbas aufgehalten. Nun, gebt mir zurück, was rechtmäßig mir gehört. Tja, aber warum glauben wir, dass diesmal der Stab funktioniert? Um aus meiner 75. Ermahnung zu zitieren, Gewissheit ist der Bruder der Angst. Nichts ist sicher. Aber ich habe Vertrauen in euch, in das, was ihr getan habt. Benutzt den Stab. Gebt mir meine Energie zurück. Oder auch nicht. Schon bald wird es keine Rolle mehr spielen. Zombios? In Ordnung, ich werde den Stab einsetzen. Oh, seid doch vorsichtig. Und stellt meine Energie wieder her. Ja, von mir aus. Ich könnte es einfach lassen. Und jetzt? Statt einfach zu runter, statt als Geist runter zu schweben, schwebt. So kann man das natürlich auch machen. Ah, er leuchtet wieder. Kreise Twi'vek, seine Energie ist wiederhergestellt. Toll! Bemerkenswert. Weder ein Ordinator noch ein Kriegswappenträger hätte das besser hinbekommen. Ihr habt einen dädrischen Verräter in unserer Mitte aufgedeckt, einen lebenden Gott von der Schwelle des Todes zurückgeholt und ganz Wardenfell gerettet. Gut gemacht, meine Freundin. Ja, ne? Ich habe getan, was ich konnte. Und meine nächste Lektion soll verkünden, Bescheidenheit ist der trügerische Mantel des Schmeichlers oder die ehrliche Gewandung des Demütigen. Ein weiteres Mal gehört euch meine Dankbarkeit und die meines ganzen Volkes. Genauer gesagt, schulden selbst diejenigen, die dem Tribunal trotzen wollen, euch ihr Leben. Klingendes Kriegerpoeten, Set des Kriegerpoeten. Schon wieder so ein Kriegerpoeten-Set, das hätte ich jetzt komplett, wenn ich nicht alle Quests gemacht hätte, ne? Na gut, Quest abschließen. Ihr habt viel für mich und Wardenfell getan. Doch wie die Krieger sagen, denkt nicht, dass die Schlacht schon geschlagen ist, wenn der Gegner tot am Boden liegt. Herz und Hirn des Volkes wollen ebenfalls noch gewonnen werden. Ich muss euch um einen weiteren Dienst bitten. Was denn nun noch? Dankbarkeit ist ihr eigener Lohn, sagte ich einmal zu einer Menschenmenge im Ebenherz. Ich habe allerdings festgestellt, dass manche meiner Anhänger etwas Greifbareres sehr zu schätzen wissen. Helft mir, jene zu belohnen, die uns bei der Rettung Wardenfels Beistand geleistet haben, auf dass mein Volk neue Zuversicht finden möge. Wie soll das passieren? Geht für den Anfang den Siegelring des Erzkanonikers aus der Halle der Weisheit holen. Es ist an der Zeit, einen neuen Hohepriester zu ernennen. Ich werde mein Volk zusammenrufen und euch bei meiner Statue im zentralen Kanton treffen. Das wird eine prächtige Zeremonie, meine Freundin. Naja, ich hole mir das Ding ja. Ja, schön doch. Noch eine letzte Aufgabe, bevor euer Dienst endet, meine Freundin. Mein Dienst? Ja, Barisa, was sagst du dazu? Ich bin schon viel zu lange von meinem Turm weg. Hoffentlich ist in meiner Abwesenheit keines meiner Experimente explodiert. Ich liebe es doch so sehr, mir eine gute Explosion anzuschauen. Es war mir ein Vergnügen, euch als Assistentin zu haben. Viel besser als diese sogenannten Mietlinge, die ich sonst anstelle. Ja, gewiss doch, was hat Seri noch zu sagen? Die ist ja ein bisschen im Hintergrund hier. Um mein Volk und das Land zu retten, war ich gezwungen, meinen Bruder zu opfern. Tordalas Stolz und Ehrgeiz haben ihn zu Fall gebracht. Doch die eigentliche Schuld dafür tragen ohne jeden Zweifel Clavicus Vile und sein verdammter Hund Barbas. Wie dem auch sei. Ich bin stolz, euch meine Freundin nennen zu können. Ja, großartig. Dings hier, hey Kanoniker Luvel, freu dich doch, du wirst befördert. Wer hätte ahnen können, in was wir hineingeraten, als wir uns in meinem Ahnengrab begegnet sind? Was, meine Freundin? Es tut mir nur leid, dass der arme Erzkanoniker Tarvus nicht mehr unter uns ist. Ich meine den echten, nicht den dädrischen Hund. Er war wirklich ein guter Mann und ein hervorragender Priester. Ja, er ist angeblich friedlich entschlafen. Das ist, ja, gut, dann machen wir das mal. Die Frage ist, ist Sandra noch da? Wie viel kommt denn jetzt hier noch? Also, was fehlt mir noch als Content? Weil, ich war hier in der kompletten oberen Ecke nicht. Ich war in Alt-Karak nicht, das ist anscheinend nur ein Tor. Ich war in Tier anscheinend nicht, aber das ist nur eine Anfangsstation. Also, es gibt noch ein paar Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Also, zum Beispiel den Roten Berg komplett kann ich ja nicht bereisen, wahrscheinlich. Aber es gibt noch so ein paar Orte, die ich nicht habe. Lohnt sich das auch, hier irgendwie die große Fläche anzugucken? Oder kann ich einfach sagen, das reicht? Weil prinzipiell so viel ist echt nicht mehr über. Und ich dachte eigentlich, es gibt für jedes Haus eine Quest.
Aber ganz ehrlich, eigentlich habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nur Dings, Dress und Dings gesehen. Oder Redoran, wie auch immer das ist. Bisschen ist noch offen, ja. Wo ist denn überhaupt aus? Da vorne. Achso, ich bin noch nach unten, lol. Ich habe gerade die Ausgangstür gesucht, die mich hier rausführt. Und habe die nicht gefunden. Na gut, wenn noch ein bisschen was offen ist, dann machen wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall. Gucken wir uns das nochmal an. Reicht wahrscheinlich für einen kompletten Einsatz, nehme ich mal stark an. Hä? Warte mal. Das war die Frage. Irgendwie habe ich überlegt, was du schon gemacht hast. Naja, so viel war es nämlich gar nicht. Also ich habe bei Mora komplett gemacht. Alles, was bei Moras habe ich gemacht. Ich habe alles, was in Sadrid Mora war, habe ich gemacht. Ich habe in Voss, habe ich die Dietra-Steine geholt. Und halt die komischen Nebenquests, die sonst da war. Aber ansonsten habe ich da nicht viel getan. Also wie gesagt, hier oben sind ja noch so ein paar Siedlungen, wo ich noch nicht war. Ich habe in Gnisis die eine Mini-Quest gemacht. Da war noch so eine andere Questreihe, aber die konnte ich nicht anfangen. Oh, ansonsten habe ich halt irgendwie... Wie gesagt, ich kenne auch, was diese Insel hier sein soll. Da war ich logischerweise nicht. Den Scharlachrochen Rächer in Suran habe ich gemacht, yo. Den habe ich hinter mir. Morak Tong. Das war so eine komische Mission. Das war hier irgendwo an der Küste, war das. Hier, glaube ich, war das, oder? Nee, da nicht. Also ich habe was mit dem Morak Tong gemacht, aber das... Oder meinst du die bei Mora-Geschichte? Das war ja mit der einen Adelstochter, der jetzt weggeschifft wurde. Und ansonsten habe ich nur kurz was von einem Ork gemacht, der halt irgendwie sich da aufgeworfen hat. Also habe ich für die Morak-Tong an sich noch nicht gearbeitet. Ja doch, bei Mora habe ich komplett durch. Bei Mora ist durch. Da habe ich viel Zeit und Mühe investiert in das Ganze. Das war auch eine richtig lange Quest. Das hat ja irgendwie 3 oder 4 Stunden gedauert, bis ich bei Mora durch hatte. Also das war recht heftig, muss ich sagen. Ja, ne? Weiß nicht, ob noch was großartig fehlt. Ich hätte beim nächsten Mal, nächste Woche einfach nochmal anfangen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann dauert es halt nur 3 Stunden. Dann warten wir halt das nächste DLC ab. Dann habe ich eigentlich alles. Ich habe ja noch, richtige Quests. Ich habe ja noch diese komische Rea-Quest. Die können die auch noch machen. Was auch immer das ist. Gnisis mit der Mine? Gnisis Mine habe ich gemacht. Ja, das habe ich sogar heute. Ja, heute habe ich es beendet, ja. Über den Überzug von Ebenherz? Achso, das habe ich schon mal gelesen. Ja, das ist nicht so interessant. Hä? Warum? Warum gibt es da den komischen Siegelring dreimal? Merkwürdiger Spiegel. In den Tiefen dieses sonderbaren Spiegels sieht ihr das flüchtige Bild eines großen Hundes, eher ein gewaltiger Hand eure Sicht blockiert. Dann wird das Silber schwarz und ihr könnt nichts mehr erkennen. Tagebuch des Erzkanonikers. Von Tavos Erzkanoniker von Fürst Vivek. 26. Tag der Erbauung. Nun, da Fürst Viveks Segenstein an Ort und Stelle sind, geht die Erbauung dieser großartigen Stadt zügig voran. Fürst Viveks Palast und der erste Kanton sind nahezu fertiggestellt und das Fundament der anderen Kantone sind bereits gelegt. 35. Tag der Erbauung. Unerwartete Verzögerung beim 4. Kanton. Trotz der Segnung Fürst Viveks häufen sich die Unfälle. Ich habe ein ernstes Gespräch mit der Aufseherin geführt, doch es scheint dann ehrlich ein Rätsel zu sein. Ich werde ein paar Kriegswappenträger schicken, die sich näher untersuchen. 40. Tag der Erbauung. Die Kriegswappenträger können keinen Grund für die fortsetzende Verzögerung ausmachen. Einer meldet, er habe vor dem Einschutz der 4 Arbeiter verletzt. Vor dem Einschutz der 4 Arbeiter verletzt einen großen Hund auf einer der Stützen gesehen. Andere sagten, das wäre vollkommen möglich. Wie sollte ein Hund auf die Geländer hochkommen? Aber ich hege einen Verdacht, doch das ist kein Grund für Schwierig, damit zu behelligen. 42. Tag der Erbauung. Die Verzögerungen werden jetzt immer ernster. Nun sorgt sogar Fürst Vivek, der so geduldig ist, wie man sich einen Gott nur wünschen kann. Ich denke, es ist Zeit, dass ich diese Angelegenheit selbst untersuche. 43. Tag der Erbauung. Während ich auf dem Bau befindlichen Kantone stand, spürte ich, wie der Segen Fürst Vivek mich umspielte. Ich staunte über das Gefühl, das von ihm geliebt und beschützt zu werden. Kein Wunder, dass die Arbeiter sich sehr bemühen. Doch dann war das Gefühl fast, als hätte sich eine Wolke zwischen Tamriel und die Sonne geschoben, vorüber. Ich konnte spüren, dass ein Arbeiter die Wache es aufgeführt hatten, auch wenn es mehr als eine Art Unbehagen interpretieren möchten. Als ich gerade etwas sagen wollte, hörte ich ein Krachen. Ich sah in Richtung des Geräuschs und stellte fest, dass ein Seil des Aufzugs geborsten war, weshalb 2 Tonnen Stein heruntergefallen zerbrochen waren. Es gleicht ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Als ich loslief, um die Verwundeten zu helfen, sah ich, und ich schwöre bei Viveks mächtiger Präsenz, wie ein großer Hund davonhuschte. Ich denke, beim Verdacht hat sich bestätigt, doch ob ich dem Hund nachgehend oder sofort Viveks Bericht erstatte, diese Entscheidung muss ich treffen. Vielleicht habe ich in der Nacht lang ruhigen Schlaf einen klaren Vorstellung davon, wie ich nun vorzugehen habe. Ah ja. So ist also gestorben. In der Nacht. Wertkassette des Erzkanonikers. Dieser Moment trägt das mit zum Nasen. So, den haben wir. Gut. Dann wollen wir uns mal mit Vivek treffen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Tschüss.